Look at my God. Boah, haltet doch mal alle eure Scheißfresse. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Jöni hier und herzlich willkommen zu einem Call of Duty Black Ops 3 Online-Video. Ja, meine lieben Freunde, heute nach langer Zeit geht's mal weiter mit Call of Duty Black Ops 3. Das letzte Video, was von mir kam, ist auch schon wieder einen Monat her. Und was wollte ich noch sagen, Leute? Genau, eigentlich wäre ja statt dieses Video GTA dran. Oh, hat er ja richtig gebumst. Wäre ja eigentlich, ist ja schon GTA, WWE dran gewesen. Aber ich denke mal, die meisten von euch haben es mitbekommen, dass dort einfach meine Daten gelöscht wurden und ich jetzt erstmal vorübergehend, weil ich auch vorproduzieren muss. Ich bin ja jetzt in London bis Dienstag und deshalb muss ich auch dementsprechend hier zusehen, dass dafür dann halt andere Videos kommen. Ich kann jetzt schlecht sagen, okay, WWE entfällt und ich habe auch nichts Neues dafür, wisst ihr? Das ist nicht so mein Ding, weißt du? Also ich hätte auch sagen können, okay, scheiß drauf, dann kommt in den Tagen kein Video, habe ich erstens weniger Stress und zweitens muss ich mir keine Gedanken machen, was ich da bringe. Aber ich dachte mir dann, anstatt du gar nichts bringst, bringen wir einfach mal eine gechillte Runde Call of Duty, Alter. Weil es kam auch lange nicht mehr. Oha, da haben wir so eine kleine Kanalratte im Wasser hier, ne? Und ohne Spaß, das ist jetzt gerade meine erste Runde, die ich spiele. Ich habe mich nicht aufgewärmt, Leute. Das ist einfach so. Oha, da haben wir diesen Virus. Ich habe mich nicht aufgewärmt, weil das nehme ich gerade auf in der Nacht, wo ich halt so abgefuckt war. Oha, dafür, dass ich nicht eingespielt bin, bin ich noch halbwegs präzise immer. Oha, war da nicht gerade jemand? Egal, ich schau mal weiter. Das ist ja gerade die zweite Runde, glaube ich, die beginnt hier. Wir sind hier gerade reingejoint. Und mit joint meine ich kein Marihuana. Ganz lustig mal wieder der Öli. Ja, weil ich hatte einfach keinen Bock gehabt, mich einzuspielen, bin ich ganz ehrlich, Leute. Ey, weil es ist einfach so nervig, was da passiert ist bei WWE. Und ich muss das alles jetzt in derselben Nacht aufnehmen, weil ich es sonst zeitlich nicht schaffe. Und deshalb bin ich noch ein bisschen so im Zeitdruck sozusagen. Wo sind die denn alle, Mann? Kannst du mich... Oha, wir haben schon diese Raps, Alter. Bin ich so ein Rap oder was? Ja, ich habe es jetzt bis gerade mal geschnitten, weil bis gerade war einfach kein Gegner da, den ich gefunden habe, ne? Jetzt haben wir auch eine Drohne endlich mal. Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen. Und bevor ich euch da zeige, wie ich hier im Marathon laufe, habe ich das einfach jetzt kurz zusammengeschnitten, bis ich den nächsten Gegner gefunden habe. Ich bin auch noch gar nicht gestorben da in der Zeit, wo ich da gelaufen bin. Da oben sind noch mehr. Oha. Da habe ich aber fast richtig verkackt. Oh, was geht denn hier ab? Da ist noch jemand. Da ist auch noch jemand. Nein. Boah, habe ich den noch bekommen, Alter. Was geht denn hier ab? Bruder, mach mal die Rakete hier an. Schnell. Wo sind die Gegner? Da, da, da. Jawohl. Boah. Jawohl. Ah, nur einen bekommen. Schade. Digga, ich hab gleich Raps. Bin ich so ein Rap oder was? Und ohne Spaß, das ist meine erste Runde. Boah, was geht denn hier ab, Mann? Ich hab keine Waffen mehr. Digga, was hab ich jetzt hier für eine Scheiße aufgelöst? Oh nein, Alter. Egal, dann hol ich mir jetzt mit Pumpgun, Alter. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Scheiße. Ah. Scheiße, ich hab den bekommen, Alter. Gib mal seine Waffe her. Was ist das denn hier? Digga, Alter, einfach mit Pumpgun hier unterwegs, ey. Hey, ich hab die Raps. Scheiße, ich hab Raps gehabt, aber die Runde ist vorbei. 14-2 ist auf jeden Fall in Ordnung so für die erste Runde, Mann. Wir machen auf jeden Fall noch eine Runde, Leute. Da sehen wir uns gleich wieder, ey. So, Leute, wir sind in eine neue Runde reingekommen, eine neue Lobby. Also, es ist... Oha. Hab ich gerade erstmal voll verzogen, habt ihr es gemerkt? Oh, scheiße. Also, ich habe eine neue Lobby gefunden, weil... Hier ist es echt so schwierig, Lobbys zu finden, ne? Weil es zocken nicht mehr so viele, kommt mir so vor, Alter. Oder mein Internet spinnt teilweise auch. Aber es ist echt komisch, Mann. Ey, ich habe echt das Call of Duty, ehrlich gesagt, so vernachlässigt, ne? Weil ich einfach die ganzen Wochen immer am Wochenende Foot Champions gezockt habe und so, ne? Und natürlich zocke ich Foot Champions lieber als Call of Duty, das muss ich einfach sagen. Call of Duty ist natürlich auch ein krasses Spiel, was ich sehr gerne zocke. Aber... Ja, FIFA macht mir einfach da in dem Sinne, beziehungsweise Foot Champions macht mir da einfach mehr Spaß. Da. Boah, bin ich präzise, ey. Man merkt, ich bin überhaupt nicht eingespielt, Leute. Aber egal, wir machen das schon. Da, boah, wie viele hier sind. Schnell, schnell. Schlau sein, schlau sein. Ja, klar, wieder vor die Fresse kommen mir da so viele gelaufen. Dafür komme ich gerade noch nicht so gut. Gleich immer die Kuh da, Alter. Die habe ich damals richtig gefeiert, ey. Und wenn ihr mal mehr Call of Duty von mir sehen wollt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, weil ich werde ja wahrscheinlich jetzt mit... Oha! Oha, scheiße. Ah, fuck, Alter. Oha, Level 29 sind wir aufgestiegen. Wuhu, Party. Da oben ist einer reingerannt. Hat er den bekommen oder nicht? Er hat den bekommen, glaube ich. Da. Jawohl. Gleich ist Drohne da. Wie viel sind hier überhaupt drinnen? Oha! Boah, der mich erschrocken, Alter. Sind wir beim Horrorspiel oder was? Oh nein. Scheiße, Alter. Egal.
Wir stehen 8 zu 4. Optimalicus, Flavicus, Simoneticus. Genau. Also ich werde da jetzt sowieso, denke ich mal, öfters Call of Duty und so bringen, weil das... Ach du Scheiße. Hatte ich ja sowieso auch vorgehabt, Leute. Und total vernachlässigt, Alter. Weil ich wollte ja zwei feste Spiele auf dem Kanal haben. Eins davon war ja immer, war ja eigentlich immer WWE. Und das andere war ja dann Heavy Rain. Und dann sollte ja auch abwechselnd Call of Duty, Battlefield, GTA und sowas kommen. Aber ja. Oha, habe ich Glück gehabt, mit dem Arschloch gerettet. Nein! Oha! Macht er da seinen Zeitsprung, Alter? Meint er, wir sind in der Matrix hier, oder was? Da oben ist noch einer. Nein, nein, nein! Ja, die CUDA ist überhaupt nicht gut für diese Map hier, Alter. Ich glaube, ich nehme mal die KN, Alter. Die finde ich am geilsten. So irgendwie ist meine Lieblingswaffe in Call of Duty. Ohne Spaß. Die finde ich so geil, ey. Da haben wir einen. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Der Wall Rider! Der Wall Rider! Kennt ihr noch den Wall Rider von Outlast? Jetzt bin ich hier, der Wall Rider. Der Wandläufer, Alter. Ist mir auch so ein Wandläufer, ey. Allerdings habe ich eine chillige Lobby gefunden, Alter. Das freut mich, weil ich war die ganze Zeit ohne Spaß so lange am Suchen. Der Andilator, Alter. Andilator hat 7 Söhne. Boom. 7 Söhne hat der Andilator. Boom, boom. Junge. Ey, gerade am Anfang des Videos war meine Laune ein bisschen down gewesen, ne? Aber jetzt macht es mir gerade richtig Spaß hier. Boah, der war... Ach, scheiße, ey. Mein Andilator darf nicht weggehen. Wo kam der Schuss her? Er müsste von hier her kommen. Ja. Jawohl, Alter. Öni ist da. Komm. Nein. Jawohl, habe ich bekommen. Oha. Drohne ist da. Ja, Cerberus. Immer die Serben kommen, Alter. Nur weil ich halb Serbe bin, ne? Alter, das macht richtig Bock gerade. Ohne Spaß, ey. Also, ich muss öfter wieder Call of Duty bringen, ey. Und dann wisst ihr, wenn ich eingespielt bin und alles, dann... spiele ich auf jeden Fall nochmal einen Ticken besser. Also wie gerade will ich nicht jetzt als gut betiteln, aber es ist okay. Es ist okay. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Wow, krass gemacht. Oh, hätte der mich jetzt gekillt, ne? Hätte ich Konsole ausgemacht, Mann. Ohne Witz. Der hätte mich übelst genommen gerade, aber richtig. Ist er nicht unter mir? Oha. Mach das wieder wett. Die Runde ist vorbei. Mach wieder wett. Halt's Maul. Oha. Oh, hey, wo sind meine Granaten, Alter? Ich wollte eine Granate werfen. Wo ist der hin? Okay, der war hinter mir. Ja, die erste Runde wird jetzt sowieso bald vorbei sein. In ein paar Sekunden. Ja, ist vorbei, Leute. Aber ja, dadurch, dass jetzt WWE ausfällt, wie gesagt, wird auf jeden Fall, denke ich, öfter mal wieder Call of Duty kommen. Modern Warfare. Und was werde ich noch bringen? Wahrscheinlich. Mal gucken, Battlefield, ey. Battlefield wurde auch gepatcht und seitdem ist das Snipen nicht mehr so krass, finde ich. Ihr könnt es ja einfach mal in die Kommentare schreiben oder mir einen Daumen nach oben da lassen, dann weiß ich ja auch, ob ihr es öfter sehen wollt. Aber vor einem Monat, als ich das Call of Duty Comeback hochgeladen habe, da habe ich einfach gesehen, ey, ihr wollt es sehen, weil die Klicks und die Likes-Zahlen, die haben für sich gesprochen. Und Call of Duty gehört einfach auch zu diesem Kanal. Und mein Ziel ist es, hier auf diesem Kanal einfach Abwechslung auch zu bringen, nicht immer so dasselbe. Weil auf viel FIFA, auf unserem FIFA-Kanal, da bekommt ihr ja meistens immer sozusagen dasselbe, ne? Da kriegt ihr ja immer nur FIFA. Natürlich verschiedene Modis und sowas. Und auch natürlich ganz anders editiert als hier. Aber hier will ich einfach den ganzen Rest bringen, was ich sonst auch zocke. So Call of Duty, Battlefield und was weiß ich alles, ne? Boah, ich bin grad nicht richtig konzentriert, Leute. Ich merk's. Oh, hat aber noch einer. Guck mal, jetzt haben wir Dingo, Ingo, Dingo, Bingo. Die Dingo, Dingo, Ingo, Bingo, Dingo. Das ist doch eine richtig krasse Waffe, ne? Die Dingo, Ingo, Dingo. Ne, doch nicht. Das ist eine... Das ist ein Gewehr, ne? Maschinengewehr. Ja, Alter, das ist ein scheiß Gewehr, Alter. Dingo Ingo, Alter. Das ist mir auch so ein Ingo Jürgens hier, ey. Komm, komm, weiter, weiter. Ich will ja... Vielleicht kriegen wir die 20 plus Kills hin. Da war doch einer, Alter. Da war doch einer. Die Wand am langrennen. Ja, klau mir den Kill von der Nase. Zack. Also heute, wenn dieses Video kommt, wenn alles so verlaufen ist, wie ich es wollte, müsste es... Was für ein Tag heute sein? Oha. Ich glaube, heute müsste es dann Sonntag sein. Und am Dienstag wird dann auch auf jeden Fall noch ein Video kommen. Ein Ballerspiel, denke ich. Vielleicht bringe ich da Modern Warfare Remastered oder Battlefield. Mal gucken. Ich schaue einfach mal, worauf ich Bock habe. Aber ich denke mal so, um perfekt Abwechslung reinzubringen, wäre Battlefield auf jeden Fall angesagter. Oder was sagt ihr, Leute? Der war doch einer. Oha, der Pisser wieder, der angekrochen kam. So wie so ein kleiner Agent, James Bond. Oha, wir haben 24-11, Leute. Weiter, weiter, weiter. Komm,
Noch, wie viel Kills noch? Ich glaube noch 7 Kills, dann haben wir 20 plus Kills, Alter. Ja klar, Geist ist unterwegs. Das ist nicht gut, Leute. Das ist unser Geist. Alter, unser Team ist ja mal richtig am Rasieren. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber ja, man merkt, ey, man hat doch nicht mehr so die Zeit fürs Zocken am Wochenende wegen Foot Champions, Alter. Weil Foot Champions raubt einem so viel die Zeit, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und was mich abfuckt, Leute, wisst ihr ja, mein momentaner Lifestyle, wie ich lebe. Ich bin mit meinem Leben komplett zufrieden, ne? Das, was ich habe. Ihr wisst ja, wie dankbar ich euch bin, dass ich einfach meinen Traum leben darf. Ich bin euch da so dankbar. Und wie gesagt, soll ich jetzt noch sagen, wieder vergessen. Moment, warte, dann hol ich mir jetzt erstmal. Wo ist der hin? Der wurde getötet? Hammer. Alter. Digga, was geht denn hier ab, ey? Oha. Ey, ey, ey. Da oben. Alter, was macht der da? Hellstorm ist da. Da oben. Komm, schnell, 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 schnell. Die holen wir uns. Bam, 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 bam. Boah, Alter. 3 Stück bekommen. Komm, jetzt mach keine Fehler mehr. Genau, wo waren wir stehen geblieben, Leute? Ich hab's wieder total vergessen, ey. Jetzt haben wir auch den Andilator. Oha. Drohne zerstört. Egal, noch ein paar Kills, dann haben wir die Raps. Oha, ich dachte, das wäre einer von uns. Genau, mit meinem Lifestyle bin ich nicht so zufrieden, wie ich lebe, Alter. Weil ihr wisst ja, ich gehe so spät pennen und stehe immer so spät auf. Und bin einfach kaum draußen, ne? Es war jetzt wirklich mal eine Zeit gewesen, Leute. Ohne Witz, ich sag's euch, da war ich 8 Tage zu Hause gewesen. 8 Tage. Und bin kein einziges Mal rausgegangen, weil ich immer um 16 Uhr aufgestanden bin, dann erstmal gar nicht klar kam, mir was zu essen gemacht habe, Leute, und dann die Videos aufgenommen habe. Und dann war es schon 23 Uhr, 0 Uhr, und meine ganzen anderen Kollegen, die müssen ja arbeiten um 5, 6 Uhr morgens. Und dann konnte ich auch nichts mehr mit denen machen, Leute, weil es war einfach zu spät. Und da war ich gezwungen, dann immer zu Hause zu bleiben. Das ist schon krass, ne? Und das ist einfach meine eigene Schuld, ich gebe es zu. Ich werde es auf jeden Fall nach London umändern. Ich werde mir da was einfallen lassen. Diesmal zu 100% mit meiner Familie. Meine Eltern unterstützen mich dabei. Ich habe mit denen auch gesprochen. Die finden das auch richtig scheiße. Und ich werde mir dann mal einen Stundenplan. Oha. Was ist das denn, Alter? Hallo. Hat immer noch den Andilator, Alter. Hab ich total vergessen. Ich sage bewusst Andilator. Nicht, dass manche denken, ich kann es nicht aussprechen, den Annihilator da. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich werde mit meiner Familie... Wie es sich... Oha, scheiße. Wie lustig es sich anhören mag, einen Stundenplan machen. Also einen Tagesplan, sage ich mal. Da steht drauf, wann ich aufzustehen habe, zwischen welchem Zeitraum, wann ich meine Videos aufnehme und wann ich dann Freizeit habe. Und nach diesem Plan muss ich mich richten. Ansonsten, keine Ahnung, meine Eltern drohen mir dann auch mit Konsequenzen. So, weißt du, weil ich muss mal ein bisschen unter Druck gesetzt werden, weil als eigener Chef, guck mal, ich bin ja mein eigener Chef als YouTuber, da hat man nicht diesen Druck und kriegt gesagt, ey, du musst jetzt um 6 Uhr, 7 Uhr aufstehen. Und das ist ja das Ding, Leute. Und da muss ich auf jeden Fall echt noch besser werden. Ich finde, das ist so eine richtige negative Einstellung von mir. Die Videos kommen zwar alle, die Videos kommen, das ist ja das Gute, die kommen alle. Aber dafür leidet mein Real Life richtig darunter, weil ich einfach keinen richtigen Rhythmus habe. Und ja, dann wisst ihr auch Bescheid. Was macht richtig Spaß, so Call of Duty zu zocken und dabei... Und euch zu labern, Alter. Das ist echt geil, Mann. Also wie gesagt, wenn euch diese Art gefällt, hier wieder Call of Duty auf dem Kanal, lasst es mich mit dem Daumen nach oben wissen, Alter. Unbedingt, ey. Damit ich Bescheid weiß, Leute. Und ich denke mal, die Runde wird auch bestimmt so 15 Minuten gehen. Am Ende schauen wir nach, ob wir die 20 plus Kills erreicht haben oder nicht. Aber ich denke mal schon. Wir haben vorhin einen richtig guten Lauf gehabt. Und wo stecken jetzt die ganzen Gegner, Alter? Kannst du das mal sagen? Ey, Digga. Das ist nicht deren Ernst, oder? Ich glaube, die haben alle einen Rage-Quit gemacht, ey. Komm, wir haben alle Punkte erobert, ja. Die müssen einfach einen Rage-Quit gemacht haben. Aber wir gucken trotzdem noch nicht nach, Mann. Wir warten. Wir warten. Ich bin gespannt. Oh, was war das denn, ey? Also ich sag, wir haben es geschafft. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich stehe vor genau 20. Ey, krass, die sind alle raus. Okay, 1, 2 und 3. Ja, Mann, Alter. 23 plus Kills. Okay, die Gegner waren... Guck mal, einer ist Ernie. Im Gegnerteam. Ernie D97. Und ja, Freunde... Das war's dann jetzt auch hier mit meinem quasi nächsten Comeback von Call of Duty. Dafür, dass ja kein WWE mehr momentan kommen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, euer Öni ist raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.